Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Ja, heute haben wir ein Classic Unboxing und ich freue mich über alle Zuschauer, die hier eingeschaltet haben. Wir packen heute was für die gute alte PlayStation Portable bzw. PSP aus. Und zwar habe ich mir was auf eBay aus Österreich gekauft. Ein Spiel zu einer Spielreihe, die ich sehr mag, die ich auf dem Sega Saturn angefangen habe. Und da habe ich die Hauptteile gespielt, aber auch sowas wie so ein Tetris-Klon. Und ja, ich fand es damals immer cool, obwohl ich es nicht verstanden habe, nur in den Anime-Sequenzen, die Texte konnte ich ja nicht lesen, habe ich mir alle weiteren Teile für den Sega Dreamcast geholt. Auch nochmal die Umsetzung für den Dreamcast. Und ich zeige euch mal erstmal, was ich mir geholt habe. So, ich habe mir Sakura Wars oder Sakura Taisen, heißt es glaube ich in Japan, 1 und 2 für die PlayStation Portable gekauft, PSP. Ich weiß noch, wo das damals angekündigt wurde. Da wollte ich das unbedingt haben, aber ich habe es ja so nirgendwo gefunden bei einem Shop. Und wenn, war es mir immer zu teuer. Und jetzt habe ich das für 40 Euro gekauft, was auch noch teuer ist. Aber es war es mir wert. Das ist ein Taktik-Novel-Spiel-Mix-Rollenspiel. Das sind deine Charaktere. Hier haben wir Sakura. Und die anderen Charakterennamen habe ich jetzt alle vergessen. Es gibt auch ein Anime, sogar auf Deutsch, auf DVD, aber leider gibt es den nicht mehr so zu kaufen. Der Wort von ECOG damals vertrieben mit deutschen Untertitel, mit diesen Charakteren. Die DVD gibt es leider nicht und wenn, ist sie sehr teuer. Ja, und das ist so ein praktisches, ich sage immer, das ist Sailor mit Robotern, wo du gegen Dämonen kämpfst und Monster. Es erinnert mich so an Sailor Moon. Und es hat immer einen tollen Soundtrack. Ich liebe dieses Universum. Ja, dieses. Gibt ja auch einen neuen Ableger für die PlayStation 4, der vor einigen Jahren erschienen ist, sogar mit deutschen Bildschirmtexten für die PlayStation 4 bei uns in Europa. Da ist das Kampfsystem aber nicht mehr Strategie, sondern so Action mehr. Also ihr lauft herum, haut die Gegner um, könnt aber auch Special Moves machen. Das ist ja auch so, wenn Charaktere nebeneinander stehen und die zu euch sehr zugeneigt sind, könnt ihr einen anderen Spezialattacke machen, mehr abziehen. Aber hier ist es halt mehr Taktik und bei den anderen ist es halt Action. Was aber auch sehr gut ist, kann ich euch auch nur empfehlen. Ja, gucken wir nochmal rein. Wir haben einen Wendekoffer sogar. Ein schönes Inlay-Bild. Guck mal die UMD an. Er meinte sehr, sehr gut. Gut, Fingerabdrücke sind drauf, aber die kann ich entfernen. Keine Kratzer, das war mir sehr wichtig. Ja, auch in die Hülle. Also ihr werdet jetzt sagen, die Hülle ist doch total in Ordnung. Ich sehe einen Aufkleber, ich sehe Kratzer. Aber ich habe Ersatzhüllen und deswegen bekommt jetzt Sakura Wars, Sakura Taisen. 1 und 2 eine neue Hülle spendiert. Ich tue da mal das Wendecover rein. Ist eigentlich ein Inlay-Bild, aber ich finde die Seite sehr schick. Und ich habe Sakura Wars oder Sakura Taisen 1 und 2 für den Sega Saturn. Wenn ihr noch jünger seid und euch jetzt fragt, was ist der Sega Saturn? Das war eine Konsole von Sega. Die ist bei uns leider sehr, sehr gescheitert, aber auch im Westen allgemein. Gab aber coole Spiele. So, da muss ich aber natürlich mal gucken, ob ich die Hülle behalte oder ob ich noch eine andere nehme. So, jetzt haben wir eine schöne neue Hülle, muss ich aber gleich mal richtig machen. Ja, eine coole Konsole, meiner Meinung nach. Die Umsetzung war nicht immer optimal, aber es gab trotzdem coole Spiele wie Deep Fair, Panzer Dragoon-Saga, Shining Force 3, Burning Rangers, wie hieß es, Gungriffen, Winter Heat, etc. Und in Japan muss man auch sagen, war Sakura was eine Reihe, die den Sega Saturn auch immer noch lange, die Fans hatten da immer auf dem Spiel gewartet. Das war eine wichtige Marke in Japan, Sakura Taisen. Haben sich alle drauf gefreut. Und ja, was haben wir denn da? Werbung für das Musical. Das gab es nämlich in Japan auch. Aber das ist die DVD-Box. Gibt es ja auch von Sailor Moon. Dann haben wir hier PlayStation PSP Werbung zu einem anderen Spiel. Dann diese japanischen kleinen Zettel. Und natürlich das Booklet. Komplett in Farbe. Ja, auf jeden Fall habe ich mir damals auch dann, ich habe mir 97 glaube ich mal einen Saturn geholt. Habe mir dann irgendwann die Saturn, ich habe das gesehen und dachte mir, ey cool, das sieht gut aus. Und habe mir dann extra im Menü die Speicherzeichen so gemerkt und aufgeschrieben. Und dann habe ich mir halt dann später nochmal Teil 1 und 2 für den Sega Dreamcast geholt. Gab es auch für die PlayStation 2 später. Aber da meine PS2 zwar nicht umgesetzt, umgebaut ist, kannte ich da auch keine Importe draus spielen.
Auf jeden Fall habe ich aber alle Teile für den Sega Dreamcast, alle Teile jetzt für den Saturn. Jetzt habe ich die Umsätze für den PSP, wollte ich damals schon haben. Man kann sagen, die Kämpfe sind so ein bisschen im Final Fantasy Tactics eher in den alten Frontmission-Teilen, beziehungsweise jetzt bei den Remakes. Ja, das ist unser Hauptcharakter. Dann haben wir hier Sakura. Die habe ich am Anfang immer so eingebaut. Die war reich, das weiß ich noch. So, eine kleine Süße, jetzt war die starke. Oder warte, ich glaube, die war reich. Unsere Kluge, die Kämpferin. Und das war es auch schon. Mal ein Duft, das habe ich gar nicht gemacht. Riecht nach nichts. Und das war mein kleines Unboxing zu Sakura Taisen oder Sakura Wars 1 und 2 für die PSP. Freue mich echt, dass ich das jetzt in meiner Sammlung habe. Werde ich auch auf der PSP nochmal durchspielen. Wie gesagt, ich habe die beiden auf dem Saturn durchgespielt. Ich habe die Dreamcast-Fassung durchgespielt. Ich habe alle Teile, so die Hauptteile auf jeden Fall. Und liebe Sakura Wars einfach. Ich würde mir natürlich sehr gerne wünschen, dass mehr wieder was Neues erscheinen wird, dass das auch bei uns erscheint. Oder dass mal Sega dann Remaster-Fassung rausbringt und diese auch bei uns vertreiben würde. Das wäre cool. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bedanke mich für eure Zeit. Kennt ihr die Spielereihe? Kennt ihr die Spiele? Nicht nur den neuen Teil, also den letzten Teil. Kennt ihr den Anime? Schreibt es gerne in den Kommentaren. Ansonsten war es das von mir jetzt. Ich bedanke mich für eure Zeit und Kommentare würde ich mich sehr freuen. Und sage auf Wiedersehen. Wiedersehen.